Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Lab. Land, nicht lag. Land. Ich hab lag verstanden einfach. Scheißegal. Ja, neuer Name, Minecraft Lag. Er sagt immer Lab eigentlich, verstehe ich immer wie Labor. Hey, Lab, sag ich auch die ganze Zeit. Keine Ahnung, wieso, ich verstehe immer Lab bei euch. Ich spiele jetzt mal Minecraft Land gerade, aber ja. Kleine Abweichung. Jetzt so klein. Diese Stille. Ja, Stille ist tot, das geht. Wie immer. Wie immer. Hallo. Hi. Also falls ihr irgendwelche Erze findet, wo ich wofür ich XP kriege, bitte Bescheid sagen. Mir fehlen noch 11. Mir fehlen noch 11 Level, dann habe ich Efficiency 4. Welcher Level bist du denn? Patrick, Fabi, welcher Level bist du? 19. Oh, ich bin über die 3 Level mehr. Ja, ich brauche 30. 19 auf 30. Was? Das dauert. 19 auf 30, hast ehrlich jetzt? 4 Level, ja, 4. 19 auf 30. 11 hat er doch gesagt. Ich hab doch gesagt, dass ich noch 11 brauche. Ah. Nick hat gesagt, dass er 9 über mir ist. Nein, ich 3 über dir bin. Ich weiß noch nicht, wie auf die 4 jetzt kommt, aber ja. Leute. Also cool auf dem Pferd zu reiten. Nein. Das wachst du nicht noch einmal. Das wachst du nicht noch einmal. Mach's noch mal. Das hat Jules gesagt. Ich hab die Spazierung ausgehalten. Nein, das wäre direkt für mich der Grund eigentlich, das direkt noch mal zu machen, wenn jemand zu mir sagt, das machst du nicht noch mal. Leute. Wo soll das eine Reportage hin? Auf dem Spawn? Wie wäre das eigentlich? Für alle eins. Okay, alle gut. Allgemein. Hinten drauf so Bruch. Ich pack das genau jetzt auf den Bieten. Da, wenn ihr, also das war die falsche Aussage, das macht jetzt garantiert. ich pack's so, keine Ahnung, vor den Spawn. Pack das mitten dahin, wo die Brücke hin soll. Das war Jules Vorschlag. Hallo. Was machst denn du? Was ist denn, ist mein Kater gerade? Ich hab eine Frage. Kann man mit einer Behutsamkeitsspitzhacke auch einen Spawner abbauen? Nein. Ja. Keine Ahnung. Ja, doch ja. Ja. Nein. Das ist ein Portal steht. Aber ja, es geht. Nein, es geht nicht. Doch, das geht. Dann probier es halt aus, dann ist er halt weg. Ja, egal, weg. Ich will ihn sowieso nicht haben, aber einfach mal zum Wissen, weil wenn es funktioniert. Dann können wir eine gute Mobfarm bauen. Genau, dann können wir ihn behalten als Mobfarm. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, habe ich kein Problem mit. Aber wenn es funktioniert, dann kann man es ja auch nutzen. Es funktioniert aber nicht. Das ist ein Plugin, was gerade er meint. Da braucht man ein Plugin dafür, das sagt, wenn du das abbaust, droppt der, sonst droppt er nicht. Aber wir haben das Plugin nicht installiert und das wird wahrscheinlich auch nicht drauf kommen. Ja, egal. So viel ich weiß, hat das. Wie schon gesagt, wir können es probieren und ich habe jetzt auch keinen Bock zu diskutieren oder sonst was. Ja, probier es einfach, weißt du. Am besten holst du noch Patrick dazu, damit wir eine Aufnahme sehen, damit alle sehen, dass es nicht geht. Oh, dass es geht. Ich will lachen, dass es geht. Ich bin immer der Meinung, es geht immer noch nicht aus. Ich habe morgens auf der 1.11 hinzugefügt. Ich teste das gleich im Singleplayer, ist mir egal. Dann geh schnell, teste es. Ja, wie willst du Singleplayer denn Spawner denn machen? Ein Summon Spawner, kannst du beschwören. Ja, der beschwört ist ein Schweinespawner. Ja, ist ja eigentlich Wurst. Ist doch egal, was das für ein Spawner ist. Ich habe einen Spawner. Ja. Spawner ist Spawner. Oh, ich hab ein Namensschild. Nice, kannst du Fabi geben? Ja, ich hab ein Pferd. Behalte ich. Ich geb dir auch gerade was. Das sieht mir ja. Ich hab ein Namensschild. Ja, gib's mir. Nö, ich behalte. Ich hab 4 Namensschilder. Eins kannst du abhaben, Fabi, nur für 6 Diamanten. Aus einer Farm. Hätte ich aber auch gerne. Eins, Jul. 6 Diamanten. Ich tausche gegen eins der Koppel. Mach ich mal anders. Er hat nicht mal ausprobiert. Hast du getestet, Fabi? Nö, mach ich von anders.
Wahrscheinlich hat er es getestet mitbekommen, es nicht geht, jetzt wird es nicht zugeben. So klingt es für mich gerade. Genau. Ja, egal, ich teste das jetzt, weil an sich den Spawner, den brauchen wir so. Also an sich, wenn es funktioniert, können wir den gut nutzen, wenn es nicht funktioniert, dann ist es mir egal. Ja, richtig schöne Mobform eigentlich bauen dadurch. Ja, wenn es funktioniert. Ich sag immer noch, es klappt. Ich hab mir eine Wendeltreppe gebaut. Wenn die XP braucht, nicht der Vorteil steht, ne? Und Schuh, hast abgebaut jetzt. Ich gleich rein. Ja? Hast abgebaut? Ich suche gerade hier erstmal die Spitzhacke, die ich brauche. Ich hab die mit. Damit ich hier runterrennen kann. Ach, selbst mal, hab ich schon gefunden. Ja, warte mal. Kannst du gleich in der Aufnahme festhalten? Ja, das will ich ja. Dann musst du dreimal Patrick Fabi vorspielen, dann hab er dann. So was dran. Nein, weil ich nicht abbaue, sonst sogar, weil ich ja aufnehme. Gibt's ja keinen. Ja, nee, lass mich bitte abbauen, weil wenn er droppt, dann brauche ich die XP. Ich eine Sache, er kann es einfach auch wegstellen. Die XP kriegt der, der in dem Block drinnen steht. Du kannst eh die XP haben. Aber sonst, wenn ich es abbauen, ist ja nichts so meckern geben kann. Ganz simpel. Schuhe stell dich einfach auf den Spawner drauf. Patrick baut mal 4 Blöcke Distanz ab. Du kriegst die XP und falls du droppst, kriegst du auch noch den Spawner. Easy. Was dat? Ich hab einen Gast mit seiner eigenen, mit deinem eigenen Ankauf getötet. Warum steht er jetzt auf Englisch? Das spiel ich auf Englisch. Patrick, wo bist denn du? Ja. Ich bin unten mit drin, ich komme gleich zu dir zurück. Ich bin extrem weit weg. Ja, komm einfach zum Aufgang. Komm zum Aufgang. Können wir uns irgendwo mitten drin vielleicht treffen, weil ich bin extrem weit weg. Das ist der Trick am Aufgang, okay. Deswegen. Beziehungsweise... Boah, die riesen Kohleader hier. Da geht's lang. So. Ja. Ja, ich komm mal, lauf, ich seh dich. Warte einen Moment. Safety first. Jo, wo bist du? Hier oben. Was haben wir hier für einen Spawner? Zombie. Ich habe schon alles gelootet. Er hat einfach zu Kisten gerannt. Geht nicht. Schade, klappt. Wusste ich. Ich habe eine Nether-Festung. Boah, ich muss überlegen, was ich tatsächlich für die Folge nehme. Nein, das müssen wir nur. Ach, egal, wir haben Andi. Egal, wir haben Andi. Lässt sich einen schönen Namen über den es dir einfällt, oder? Fabi ist doof. Andi, nicht Fabi. Fabi verliert seine Wette. Was für eine Wette? Er hat nicht gewettet, deswegen. Hätten wir machen sollen, Mist. Ja, das wäre gut für Folge. Wir hätten so um 20 Bias wetten müssen. Nico oder Fabi? Hätten wir wirklich machen müssen. Ich kann leider keine guten Thumbnails machen. Wir haben uns so schön gewinnt, dann hätte ich einen Diamant gefunden, aber ich meine jetzt schon seit einer guten Stunde fast. Haben wir ja so wenig. Ich hab ne goldene Fetterarmor. Und das sind immer Blazes. Diamant ne Fetterarmor. Easy. Really? Nee. So, geht's in Leather, ne? Komm auch rein, weil ich mach... Ja, mir fehlen nur noch 10 Level, dann habe ich endlich meine 30 und die Efficiency 4. Die will ich jetzt haben. Stirbst einfach da drin, ne? Hab ich auch. Ja, nee, ich darf einfach nur durch den Fehler und irgendeinen Zombie-Pigman angreifen, dann ist alles gut. Ach, hier ein Pigman. Dann ist alles gut. Das ist witzig, ich bin immer einer, der retten, der dann tötet immer alle Zombie-Pigmans, die in die Nähe kommen. Kann vielleicht ein paar Spitzhacken daheim lassen. Oh, ich habe jetzt einfach alles mitgenommen. Na, ich brauche nicht 20 Spitzhacken mitnehmen. Blazewood. Ja, es passt so das Portal. Also nur, ich sag mal so, im Nova könnte man es noch umbauen.
Würde zwar eher ungern. Einfach, sollen wir auch Magma nehmen? Sollen wir noch das neue Magma mitnehmen? Warte. Ja. Kannst du mir die Koordinaten vom Portal nennen? Ich bin Ada. Minus okay, 20 und 32. Schreib sie bitte in Chat. Euch die am besten alle Patrick, eine Empfehlung, die Höhe Mitte, das ist nicht so entscheidend. Also. Weil die, es gibt hier manchmal mehrere Ebenen übereinander, ne? Dann hängt da ganz unten und ganz oben steht das Portal. Hab ich auch so gehabt. Ich hast du Kessel überhaupt komm gleich wieder. Was hab ich? Nee, kann ich, you meine ich. Achso, zum Löschen, gell? Ja. Die sind verbrannt. Hier ist gefunden, ob dahinter war ein Lava. Nice! Whip. Hast du mich schon mal welche gefunden? Ich hab nicht eingefunden. Wir haben schon so viel, wie ich sagen hab. Du kannst auch bei uns verzaubern, Nick. Werde ich wahrscheinlich auch machen, aber ich meine, ihr müsst mal mein Mining Tunnel sehen, wie viel ich da reingebundelt hab schon, wie sonst was. Ey, schaut dir mal meinen an. Wenn man den Tunnel nicht gegraben hat, mal. Ich vermute mal anders größer, ich hab zwei Folgen an dem Tunnel gegraben. Ich grab die ganze Zeit quasi schon im Tunnel. Mir ist eigentlich das erste Mal, wo ich nicht wirklich im Tunnel bin. Soll ich euch die Koordinaten von der Netherfestung graben? Ja, hab ich ja gesagt, gibt sie Bescheid. Wow, das Quarz sieht man ja gar nicht bei meinem Texture Pack. Das ist Lava. Nein! Oh, ganz knapp. Was? Was ist denn? Ich hab so ein Gefühl, auf einmal da war Bonnet hochgegangen gerade. Da hab ich irgendwie verguckt jetzt. Na, wie ist es auf meinen Schoß, Pumuckl? Ich hab das Gefühl, meine FPS brechen gerade zusammen. Weil die wo dran liegt. Oh, jetzt sind drei Erde. Hier ist ein Blazespawner. Oh. Hey, Frechdachs. Au, au, au. Au, 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 au. Geil, geil. Das ist immer die für komische Geräusche. Au, 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 geht die ganze Zeit. Geil. Wow. Aber ich jetzt noch. Meine Kistenordnung ist mal wieder legendär hier. Ah, ich habe meine Wendeltreppe gefunden. Weil sie jetzt keiner zugebaut hat, komme ich wieder zurück. Falsche Richtung. Zweiter Blazeworth. Kann man auch schon Tränke machen. Mhm. Netherworth haben wir auch schon. Hast du Soul Sand auch? Nee, das müsstest du noch mitnehmen. Das würde ich gerade auch fragen. Ja, von Züchten das schon. Aber Quatsch kann man eh später auch brauchen für Hausbau. Hast du Glowstone schon, Fabi? Nee. Ich nehm was mit. 4 Stück. Nee, 5 Stück. Was? Blazestone. Soll ich Glowstone? Ah, scheiße, ich hab meinen Weg nicht gefunden. Mit. Shit. Aber und Essen zu Hause? Ja. Gesundheit. Danke. Niemals im Blaze Ab. Was? Immer danke. Im Blaze Spawner, niemals abbauen.
Nee, nicht. Hätten eigentlich den Spawner eigentlich auch nicht abbauen sollen, jetzt nachträglich. Hat auch eine Farm einfach alles XP farmen können. Was für ein Spawner? Den Zombie-Spawner, der Yu gefunden hat. Ja, aber den hat er ja aufgebaut, um zu testen. Ist ja auch. Ich muss zeitig zwar wieder weg, aber ich kann jetzt erstmal noch kurz auf den Server kommen. Nice. Also einer mehr und gleich wieder einer weniger. Ja. Also macht es schon Sinn, wenn ich jetzt Glowstone ein bisschen hole? Hab ich schon. Ich hab schon über einen Stack. Gecraftet ist... Fuck! Im Nether? Nein, die Spitzhacke! Ach man, ich hätte nicht kommen dürfen. Ach, bist du in Nether gestorben oder was? Ja. Ja. Ich weiß halt noch nicht. Bin da außerdem runtergefallen. Ich war auch schon öfter runtergefallen. Ja, ich bin aber von ganz oben runtergefallen. Ich bin eher runtergesprungen. Du bist auf der Lava aufgematscht oder wo? Nee, zum Glück nicht. Da wo gar keine Lava in der Nähe ist. Sonst hätte ich mich ein bisschen mehr geärgert. Kannst dich aus der Kiste Stein holen und runterbauen. Nee, ich bin schon unten. Okay. Ich war ganz oben, wo gerade der Glowstone ist, weil ich den gerade abernten wollte und hab unten bei mir hat dann anscheinend noch ein Block gefehlt. Wir paar einfach die einzigen sind, die ja kein Tod haben, gell? Ja. Wie gesagt, das sieht man ja, wer's kann. Ja, okay, bei Andi ist es ja eigentlich noch verschäbar. Klar, aber das ist bei mir schon. Bei Schuh lässt sich vielleicht auch noch wegen Verbindung vielleicht noch verstehen, aber bei Fabi nicht mehr. Der erste Tod war einfach anfangsmäßig da, wo ich vom Skelett erschossen. Ja, okay, das hat nicht mit der Verbindung was zu tun. War, weil ich eigentlich bei mir habe ich einen Block platziert, dummerweise wurde er nicht vom Server angenommen und weg. Ja, da hast du eine schlechte Verbindung gehabt. Nicht mehr am Server da. Mein Tod war auch nicht wirklich zu verhindern, weil gegen 5 Skelette könnt ihr auch nichts machen. Ich jetzt schon. Doch selbst hoch, ja. Nein, Scheiß, ich hab noch 9 von 30 Level. Das ist normal, du verkriegst nur den Prozentualzahl, glaube ich, wieder. Ich hab 31. Ja, das ist jetzt aber jetzt hier an sich jetzt noch 20 Level jetzt gerade wieder sammeln muss. Mann. So, mal umsetzen, bisschen. Ich bin schon wieder auf 18 Minuten aufnehmen. Was bist du gerade? 18 Minuten schon beim Aufnehmen. Meine Frage, hattet ihr vorhin eigentlich mit dem Schwert herausgefunden, ob wenn bei Patrick Looting ist, ob das dann auch bei Fabio oder so ist? Ja, da ist ja, nichts. Mal es ist nicht. Schade. Aber ist ja wirklich schade. Sonst hätte ich gesagt, sonst hätte ich nicht gefragt, hat einer von euch 30 Level, dann könnt ihr es eben verzaubern. Da Fabio hat die 31 Level. Ja, weil man muss ich hab's, Efficiency, ich mach's aber nicht. 4. Effizienz 4 ist aber schau mal, ob sie immer noch da ist. Das geht ja nicht weg. Ja, ich laufe jetzt gerade noch ein bisschen. Ach, mein Schwert hab ich nicht mehr. Ich mach mein Schwert drauf. Stimmt, ich hab doch was verzaubert, stimmt. Ja, wenn es noch eigentlich zwei wie ich weiß, ist eigentlich nur dieses eine Ausrüstung, also immer jedes Eisenschwert, wenn du jetzt zweier hast, ist immer genau gleich eigentlich, soweit wie ich weiß noch. Na, ich habe was anderes Spitzhacken verzaubert. Ja, dann müssen wir noch da, dann müssen noch immer noch da sein. Dann verändert sich die Verzauberung. Ach so, das wusste ich noch nicht. Wusste ich, das ist so ein kleiner Trick, um deswegen, ich habe seitdem nichts mehr verändert, deswegen. Ich habe seitdem nichts mehr verzaubert. Aber ich meine, der Tod ist auch verändert, deswegen. Tod eigentlich nicht. Da musst du eigentlich nur hoffen, dass es nicht verändert, teilweise. Ja, ich gleich nachschauen. Ich habe schon über ein Stack Quarz. Ich hab jetzt schon wieder 16 Level. Oh, ich hab eine nette Feste gefunden. ganz woanders. Ja? Ja. Okay. Kannst du ja mal drin rumlaufen. Ich hab das Gefühl, eure Folge ist interessanter. Kannst du ja mal drin rumlaufen, weil man findet vielleicht Fertigungsfunktion. Wir reisen ja zusammen. Ich bin irgendwo in irgendeinem Wasser verheben müssen.
Ich gehe eben zurück zum Verzauberung zwischen Scheiben nach. Pfeile auch noch mit für den Fall. Mein Inventar ist einfach weg. Das Ding ist ja schon hier weg. Leute, mein Inventar ist weg. Warum? Waren das schon 5 Minuten? Mein Nein. ganzes Inventar ist geklärt. Ah, jetzt. Ach, so, ach, du hast dich gerade geportet, dann war der Inventar kurz weg, oder was? Ja, nee, nicht nur kurz. War recht lang. Jetzt kann ich. Ja, und hat mit deiner Verbindung was zu tun, deswegen. Nicht mehr mit dem Server. Weil dann wir auch alles Probleme gehabt, deswegen. Ich fahre noch 33 Level. Dann könnte ich 2 Level 30er Verzauberungen machen. Jo, immer noch da. Efficiency 4. Oben Spawner. Könnt ihr nochmal probieren, ob abbaubar ist. Ich hab noch einen Spawner. Blaze Spawner? Ja. Yes. Bei mir ist der ja auch noch bei der Festung. Blaze ist schön zum XP fahren. Geben mit die meisten XP und alles sonst. So. Ich hab nochmal die Granaten geschickt. Ich nehme nicht die auf. Was ist? Ist? Ich nicht auf. Warte, wie lange nehmen wir schon auf? Nicht aufgepasst mehr. Zu 21. Okay, wir müssen 22 Grad so rum, also 21 so. Okay, dann machen wir noch ein paar Minuten. Also ich will mal zu euch jetzt mal kommen. Wo ist denn eigentlich eure Basis eigentlich? Direkt am Spawn. Direkt am Spawn. Ja, ich mich gegenüber. Hat er einmal die Koordinaten aufschreiben, das hab ich gleich wieder vergessen. Minus 200 plus 200. Nein, nein, direkt am Spawn, das finde ich ja, aber meine muss ich aufschreiben. Achso. Deine ist minus 500 oder minus 300 oder so. Und nee, minus viel weiter weg. Minus 500 0 oder so. Ich bin bei also, 503 stehe ich gerade. Bei minus 503. So weit bist du nicht. Ich bin vorhin von deiner Base zu unserer gelaufen, weil ich mich verlaufen habe. Habe ich dann plötzlich da alles gefunden. Und dann habe ich so gedacht, hey, wer ist denn das jetzt? Dann haben die anderen mir gesagt, das ist deine Base, aber so weit ist das gar nicht weg. Ja, aber ich bin fast bei minus 500, deswegen. Ich habe jetzt genug für 2 Level 30er Verzauberungen. Ich baue gerade einfach mal so aus Langeweile ein bisschen Glossen ab. Gut. Oh fuck, ich wäre jetzt gerade fast gestorben. Schade. Endlich. Ich hab mal gesagt fast. Schade. So gutes Teamplay. Ich hoffe einfach, dass du verreckst. Ich war schadenfroh einfach. Jetzt habe ich dann Geräusche wieder. Ganz ehrlich, ich bin mit Andi, ja gut, Andi zählt an sich nicht, ich bin an sich der Einzige mit 2 Toten. Ja, Andi Toten zählen auch, aber trotzdem wegen Anfang, deswegen. Ja, deswegen zählen die bei dem nicht so wichtig. Ich spiel grad so hart mit dem Feuer. Ich auch. Ich lauf deshalb gerade weg. Holy fuck. Ich mein, so, ich bin jetzt am Spawn, wo seid ihr? Also, du? Ich bin im Leser. So, es ist keiner von euch in der richtigen Welt mehr. Doch, ich geh gleich. Hier ist ein Erdklotz. Ich hab Steinwegkraut. Ja, Steintrippen, ah. Das Wasser einfach. Da ist ein Pferd. Ja, das ja, ist mein Pferd. Ein... Ah, da ist die Tür. Lol. Das bin ich, keine Sorge. Welche Richtung muss ich? Man kann echt schlecht, ich doch nicht von hinten an und schlag mich. Oh cool, wenn ich eine Spitzhacke hätte, endlich Level 3 Level hätte, könnte ich mir vorher schon 3 auf die Spitzhacke packen. Wow. Ich hab 3 darfst du eh nicht. Ja. Weißt du, warum du es nicht darfst? Das ist unser Verzauberungst. Vorhin hieß es noch, ich darf mit verzaubern. Falschen 3 mitbenutzen dürfen. Halt die Klappe. Was denn, nur wenn wir die falschen 3 mitbenutzen dürfen? Wenn ihr 3 Diamanten gebt und 4 Level? Das Lebens zu machen. Du machst alles kaputt. Nein, Joel. Mann, okay, irgendwo eine Spinne zu sein. Ja, Patrick, wie lange? Ich bin Level 20, noch 10 Level. Kann sein, dass eigentlich Quarz am meisten XP gibt? Ja. Mit? Ja, es gibt viel XP. Also, beziehungsweise,
das, was am leichtesten zu finden ist und trotzdem für das, dafür, dass du es an sich die ganze Zeit abbauen kannst, ziemlich viel gibt. Ja. Oh, da ist noch einer an der Basis. Da ist ein Panikfly 1. Ja, ich bin es. Ja. Jetzt 3 Level farmen und dann verzaubern wir. Boah Leute, was hat die hier gebaut? Ich nehme mit einer Pampa raus. Was ist? Oh, und raus kommt ein netter Portal mit einer Pampa einfach. Oh, Fabi! Der schon? Ja. Hm? Da. Einfach, kannst du, dass ihr die Netherwarzen hier schon mitgenommen hat in der einen Festung, also Fabi? Ja, hat er mitgenommen, hat er gesagt. Möglich. Ja genau, dafür sind die jetzt hier alle im... Boah. Du hast die jetzt hier nicht ernsthaft alle in die Truhe reingelegt. Hier sind einfach 20 Netherwarzen in der Truhe drin. Nee, das habe ich nicht. Hier sind 20 Netherwarzen einfach in einer Truhe drin. Das ist jetzt nicht... Das wäre... Ich habe die 7, die ich gefunden habe, dabei. Ich habe 20. Nice. Stimmt, ich habe meine noch gar nicht durchsucht, meine Festung ganz. Nur zum Lohn, Dings. Oh, das ist eine Netherfestung. Welche Koordinaten? Kein blassen Schimmer, ich bin noch mal laufen. Oh, das ist Cluster. Ja, so. Ehrlich. Patrick, wie lange nehmen wir schon auf? 26 bin ich jetzt. Ja, ich wollte gleich sagen beenden, oder? Dann auch gleich eine Folge mitten aufnehmen, oder? Weiß noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Sag mal so, wir sind gerade dabei, wir können jetzt. Ich dachte, du musst gleich weg, Schule. Ja, aber nur kurz. Ich muss gleich kurz duschen. Und das geht schnell. Kurz duschen. Der Mann fährt ist die Rüstung, Fabi. Hat schon eine. Hab ich auch schon. Ist dann für mein kommendes Fett auch schon eine. Wir haben 2 Sattel im Narkisto und ich habe auch einen Sattel. Und auch noch eine Diamantpferderüstung im und wir haben vier Namensschilder. Aber wir gehen mal kurz schlafen. Wo sind die Namensschilder? In der Kiste. Ihr könnt nicht schlafen, nicht alle. Achso. Alle müssen. Na doch, wenn wir drei noch in Nether sind, können die 2 schlafen. Ah, stimmt ja. Das ist nicht dimensionsübergreifend. Ja, ich kann komplett vergessen. C, 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 Klasse. Das ist kein C, das ist ein Z. Nein, das ist C. Also, Jule interpretiert immer neue Sachen anscheinend. Ja, neue Sprache und so. Eine Frage sind, hier die, Blaze, geben die viel XP? Nee. Doch, 20. Doch, 20 XP geben die lauter Weg hier. Ja, die geben viel, aber nicht abbauen, Joel. Tue ich doch nicht. Ich meine, jetzt hier die Blaze ist selber nicht der Spawner. Die Spawner geben immer gleich Blazes, hier. Ich brauche Level. Ich sag's so, du musst nicht abbauen. Fuck. Fang ich wieder. Leute, was ist denn da unten? Wollen wir die Aufnahme jetzt beenden, Patrick? Weil sonst überziehen wir noch so viel. Ja, dann mach gleich beenden. Wer macht Abmord? André? Ich mach gleich, Andi. Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss. Hoffentlich wieder mit Nick. Ciao.